Hey Leute, willkommen zurück zu Nio. Ich habe jetzt auszusehen eine Nebenmission nicht mit aufgenommen. Und Welcome, Gras und Yokai, die machen wir schnell noch. Den Berichten zufolge streifen Yokai bei den Dörfern von Iga umher. Ich habe sogar gehört, dass sich einige der Überreste der wiederbelebten Iga-Ninja ihnen angeschlossen haben. Ich würde ihnen gerne helfen, ihren Frieden zu finden, aber ich kann es nicht über mich bringen, meine Verbündeten zu erschlagen. Ich bitte um Verzeihung für meine Schwäche, William, aber kannst du die Yokai für mich besiegen? Das machen wir doch. Ja, wie gesagt, ich habe leider vergessen aufzunehmen hier und machen wir jetzt einfach nochmal. Das war keine schwere Mission, das war wieder so eine hingehen, Yokai töten, weitermachen Mission. Aber auch hier in diesem Areal, das wir glaube ich schon kennen. Ich bin eigentlich der Meinung, das haben wir schon mal gesehen. Ich habe jetzt auch mal auf den Tiger gewechselt. Den werde ich nochmal zeigen. Ich werde nochmal zeigen, was der so kann und dann nehmen wir vielleicht wieder was anderes. Hier, da ist gar nichts. Und das hier. Teuer Tommy. Von Skelettkrieger aufgeschlitzt. Okay, du willst es wohl so, ne? Kralle, Jungchen, kralle. Na? Okay. Rüstung des roten Dämons. Do. Damit kann ich euch bald schon totschmeißen hier. Ich habe so viele Rüstungen mittlerweile. Da noch was? Ah. Curate's Egg. Der hat eben diese ganze Rüstung an. Bam. Klatsch. Oh. Warum ist das eben vorbeigegangen? Aha! Kralle! Das ist schon wieder Rüstung des roten Dämons. Die ganze Zeit. Oh, da kommt der nächste. Noch einer. Auf. Schwein. Das war's. Das war's. Okay. Ich habe schon ganz viel Lebensenergie gelassen. Oh, Ninja. Zack, 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 zack. Na komm. Die Ninja, die können halt nicht sehr viel, aber wird schon etwas nerviger. Oh. Nein. Machen wir nicht, Kumpel, ja? Und das war es auch schon, glaube ich. Zumindest hier, es geht nämlich noch ein bisschen weiter, die Mission. Da ist nämlich der Zungenmann wieder. Au. Ja.
Sagst du schon mit dir Zungen, Mann? Nee. Ah, guck mal. Das ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche, wahrscheinlich. Ich noch zwei Zungenmänner. Ah, nein, 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 nein. Ach, nimm doch jetzt was an Heilung, Mensch. Ja, genau. Oh, Scheiße. Au. Der Tiger. Und man sieht ihn nicht. Aber das war's. Das war die Mission. Die habe ich euch jetzt zum ersten Mal leider vorenthalten. Aber wie ihr seht, das war eine ganz einfache Kill-Mission. Und fertig. Oh, ich hab übrigens jetzt genug Punkte, um die Rüstung zu skillen, beziehungsweise den einen Punkt zu holen, den ich noch brauchte für die Rüstung. Deswegen wollte ich eigentlich nur die Nebenmission machen. Die Musik ist immer so spannungsgeladen hier. Was ist denn da los? Na? Okay. Du hast das Yokai-Problem ausgezeichnet gelöst. Die Ninja werden jetzt sicher auch Ruhe finden. Es tut mir leid, dass ich dir diese unerfreuliche Arbeit aufgedrängt habe. Mein Dank gehört dir, William. Ach, na ja. Man tut ja, was man kann, nicht? So. Nehmen wir mal Stärke, dann kann ich jetzt endlich auch die Rüstung tragen. So. Die ich mir da ausgesucht hatte. Hier. Die großen Kommandanten. Leben 32 plus, Verteidigung und Schusswaffen, Schadensreduktion. Naja. Es ist nicht unbedingt die beste Rüstung, aber... Haben wir noch eine? Vielleicht mal auf Stufe gehen. Oha. Fähigkeit 12. Ach du Ehe. Guck mal, die hat 86 Poise. Ja. 80. Was ist der Fallschaden? Was habe ich denn hier eigentlich für eine? 49. Hm. Das wäre schon nett, ne? Da habe ich auf jeden Fall viel mehr Poise-Schadenreduktion. Die Kriegsherrüstung. 42. Die wäre sogar schlechter als meine aktuell. Sind wir da? Übertroffener Krieger des Westens. Bin ich auch noch ein bisschen zu schwer beladen mit. Hm. 5,6. 5,6. Aber die ist besser als meine. Fußschutz. Die großen Kommandanten. 46 hat die. Ist aber auch ganz schön viel schwerer. 5,8. Muss ich was Leichteres finden, auf jeden Fall. 60,6, 57, 75. Ja, das ist aber nicht sehr gut, leider, das Gewand hier. Leben, Yokai-Schutz, Schadensreduktion und Ki. Sehe ich aber aus wie ein bunter Hund so langsam, hä? Wäre halt auch besser in der Verteidigung. Die sehen sogar wirklich gleich aus, die Teile. Und die haben mehr Poise, ne? Nee, komm, das ist viel besser hier. Das ist viel besser. So, lassen wir das mal. Und machen wir gleich die nächste Mission, würde ich mal sagen. Stufe 73. Eine heißere Flamme. Dank der Magatama, die du letztes Mal mitgebracht hast, kann ich nun die Kraft des Feuers kontrollieren. Aber ich will ein noch besserer Schmied werden. Also habe ich mich wegen der Magatama umgehört und erfahren, dass Hanzo in der Provinz Iga mit etwas Ähnlichem gesehen wurde. Bitte, Anjin, begib dich nach Iga und bring mir auch diesen Magatama. Oder diese Magatama. Ja, kann ich machen. Alles gut. Solange Tome uns dann noch mehr bessere Sachen mitbringt. Ach, das war er hier, ne? Des Ninja-Clans. Von Ninja-Clans, ja. Und der Meister von Hattori.
Vielleicht muss ich ja nochmal gegen den Frosch kämpfen. Den fand ich sehr, sehr witzig. Den Frosch als Lehrmeister. Ach, ich starte direkt hier. Na gut. Ich nehme mal was anderes als den Tiger, weil... Habe ich den überhaupt vorgelesen? Der hat ziemlich nette Werte soweit. Enko. Brechen 15, Feuerschaden, Krallenschaden, starker Angriffsschaden. Aber Itokuri hat Glück, Gegenstandsbilanz, Vertrautheitsbonus und Geisterschutz sowie Lähmung. Ja. Nehmen wir mal die Spinne. Vielleicht kann die uns ja bessere Dienste erweisen. Weil Erdschaden habe ich noch gar nicht so viel angerichtet. Ja, ja. Ah. Schon mal eine Kiste. Oh! Nee, 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 nee. So nicht, Freund. Ich finde, die Knarren sind mittlerweile also... Also der Bogen und die Pistole und der Bogen und das Gewehr, wollte ich sagen, die sehen mittlerweile also farbenfroh aus. Aha. Oh, hi. Mist. Ich wollte eigentlich mal die Spinne jetzt ausprobieren, was die so drauf hat. Aha. Sehr schön. Ist das ein drehbarer Boden? Nein. Oh. Die mal abhauen, die Kleinen. Okay. Viele Leute hier immer sterben. Warum? Ist doch jetzt gar nicht so hart, finde ich. Hey. Eine Shinobi-Kiste. Sehr gut. So nicht. Der Level ist immer noch so ein bisschen seltsam, weil er einfach viel zu verworren ist. Aber ich denke mal, das tut wahrscheinlich der das tut der Ninja-Schule hier nur was Gutes, ne? Oh! Ihr habt hier Spinnen? Miese, miese Viecher sind's. Immer noch. So, hier ist die Tür zu. Hä? Okay. Ah, schieß doch. Ja, immer im Doppelpack kommen hier. Oh, Spidey. Oh, Scheiße.
Wow. Ich bin gelähmt. Ah, Wassermeister habe ich erhalten. Der Wassermeister. Stimmt zu, ja. Elixiere mag ich sehr gerne. Sehr schön. Die Spinne, die macht sich, glaube ich, hier ganz gut, ne? Mit Betäuben und so weiter. Habe ich das jetzt eigentlich immer, die Spinne? Also den Effekt, dass sie Gegner betäubt? Oder ist das nur bei Waffen, die auch Betäubung haben? Oh oh. Na, okay. Es ist immer so ein bisschen verworren hier alles. Ich sag ja, diese Wände, dass man die nur von einer Seite manchmal drehen kann. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch nie die Mittelhaltung so wirklich ausprobiert. Finde ich, weiß ich nicht. Die Mittelhaltung von. Oh! Von der Waffe hier ist etwas langsam, leider. Oh, geht, ne? Hm. Swike. Ich glaube, hier nähere ich mich langsam dem Ende. Huh? Ah. Da ziehe ich leider zu tief. Na komm, steh auf. Der trifft mich sogar. Obwohl er geduckt ist. Schweinepriester. Nein. Wow, die ganzen Pfeile verballert. Oh, jetzt ist es echt runtergepurzelt, oder? Unglaublich. Okay. Da ist nichts mehr leider. Schön. Ich mag Schätze. Ach, na klasse. Jetzt. Ich komme in den Geheimraum nur von oben. Oh, ganz vergessen. Da war ja was. Wie mies. Da gebe ich auf den Sack jetzt. Hammer! Bist du scheiße? Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Warum? Warum ist der so heftig? Ja, das sind halt die Ninja-Yokai. Die brauchen nicht mal wirklich viel Ausdauer, um was zu machen. Habe ich schon festgestellt.
Eieieiei. Vielleicht mal am schnellsten Weg wieder zurück. Ey. Nein. Einfach nein. Überhaupt richtig? Meine ja. Au. Oh, ich habe meinen Schutz erst ja gar nicht. Ah! Heil dich doch. Hey. Kerl. Ja, ich hätte auch vielleicht hier mal in den Schrein gehen sollen. Das wäre auf jeden Fall alles ein bisschen weniger dramatisch und kürzer geworden. Tja. Ich hätte sogar meine Spinne zurück. Ah ja. Ich hab dich erwartet. Hey. War zu verlockend. Au. Blöde, blöde Typ. Bin ich mal ein Elixier. Na, macht mal das. Oh, der lebt ja noch. Immer noch. Oh Gott, was? Trotzdem noch trifft und keinen Elixier abwirft. So ein Schweinehund. Ja. Du kannst gehen, Freundchen. Wieder ein Ex hier. Ja. Wird aber trotzdem noch knapp. War das eben eine Spinne wieder? Ja, das ist wirklich eine Spinne, die da so rumkrabbelt. So, dann muss ich halt hier wieder durch, jetzt alles machen. Ah, shit. Shit, shit, shit. Haben die so ein Theater?
Diese Spideys. Okay. Sind noch ein paar Leckerschmecker vielleicht? So ein bisschen Elixier oder so. Ich hervorragend. Keine Steine. Also der Level ist echt unangenehm. Vor allem mit den ganzen boah. Starken Gegnern mal wieder. Diese Zungenmänner. Ich komme halt echt nicht so gut mit denen klar. Ich weiß auch nicht warum. Wieder kein Elixier. Wow. So. War jetzt kurz verwirrt. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, ich kann doch noch sterben, seht ihr mal. Rein theoretisch könnte ich jetzt doch noch sterben, wenn ich da reintrete, ne? Hm. Oh. Großer Geisterstein. Ja, da liegen nämlich noch ein paar Schätze rum. Die hätte ich jetzt gerne noch eingesammelt. So. Nö. Ich glaube, das war's hier soweit. Also das hier vielleicht noch. Ach, natürlich ist die auch wieder von der anderen Seite. Hä? Was soll ich denn da? Wie soll ich denn? Ich käme noch irgendwie rauf, aber... Aber wie der Ninja auch direkt in die Knie geht und aufgibt, als ich dann seinen komischen Dämonenkumpel da erledigt habe. Finde ich immer witzig. Immer wieder witzig. Das eine Ding will ich jetzt halt auch noch haben, wenn wir schon mal hier sind. Oh nein. Sollen wir da erstmal raufgehen? Warum habe ich eigentlich so wenig Elixiere? Ich hatte doch mal viel mehr, du. Genau, hier oben war's. Hopp, 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 hopp. Hatte ich nicht mal so viele Elixiere durch zu stören? Ah nein, die hoppelt schon wieder runter. Ah. Immer dasselbe. Die Tür kann man jetzt aufmachen, wenn ich da runterspringe. Genau. Wie war's? Oh Mann, ernsthaft? Das ist doch... Ich komme mir ein bisschen veralbert vor manchmal. Oh nein. Oh doch. Ein Geschoss, sehr gut. Naja, dann beenden wir die Mission mal. Ich dachte eigentlich, ihr wartet noch ein bisschen was auf mich. Aber das ist wohl nicht so. So, na gut, Leute, das soll es dann auch gewesen sein für den Part. War jetzt mal wieder so eine Nebenmission. Ist nicht jetzt großartig, aber ich baue sie immer gerne ein. Noch eine Nagatama. Du hast wirklich eine gefunden, danke. Dadurch sollte mein Feuer noch stärker werden. Ich werde noch bessere Waffen für dich herstellen können. Ich sollte mich besser darum kümmern, dass die Schmiede so starke Flammen aushält. Wenn du wiederkommst, wird alles bereit sein. Also bis bald.
Wird das eigentlich erklärt, warum sie hier den ganzen... Warum sie so viel tolle Sachen herstellen kann? Oh. Ich hab die Fähigkeiten verbessert. Oh, das ist jetzt alles neu. Goldene Neo-Rüstung. Die kann ich mir bauen. Gibt einfach mehr Gold. Der wilde Stier, den hatte ich doch vorher schon. Nee. Alles klar. Na gut, dann. Die ist halt golden. Nope. Nope. Auch nicht. Also nichts Neues großartig, außer das, was ich erwartet habe. Ein Kappa-Panzer. Kappa-Lol. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Neo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.